Ja, liebe Leute, wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft und deswegen gehen wir es an. Heute auch mit hoffentlich besserem Ton. Ich habe mir das Zoom H1 wieder eingesteckt. Vorsicht, Schleichwerbung. Ja, es geht hier um die Triumph Street Triple, Baujahr 2009. Ich habe ja jetzt schon Vorderfelge und Hinterfelge gemacht, inklusive Reifenwechseln. Dazu seht ihr das Max 2H in einem anderen Video. Jetzt geht's weiter. Sitz ab, Batterie raus, Tank ab. Luftfilterkasten ab, Ventilspiel messen, Zündkerzen tauschen und Luftfilter tauschen. Ja, und damit ihr dann so einen Überblick auch über das Bike bekommt, mache ich mir so Step by Step. Das heißt, guckt das eine Video, kommt ihr auch automatisch zu dem anderen Video. Das heißt, wenn ihr an die Ventile wollt, müsst ihr natürlich Sitz ab, Tank ab, Airbox ab und dann habt ihr am Ende so eine ganze Videoreihe. So viel zur Erklärung. Und im Prinzip fangen wir jetzt auch gleich schon an. Also hier ist die ganze Elektronik im Prinzip verbaut. Steuergeräte, Relais, Sicherungen. Das heißt, wenn ihr Sicherungen wechseln müsst, müsst ihr auch da dran. Das hier ist der Umkippsensor, also der Schalter. Hier ist der Messsensor von der Atmosphäre, dass die Einspritzung stimmt. Eure Airbox, da unten drunter sind die drei Zündkerzen, also die Zündspulen, die Zündkerzen, die Schächte, der Ventildeckel. Und dann kommt man auch da ordentlich dran. Das heißt, im Prinzip fehlt jetzt gar nicht mal mehr so viel und wir sind an Ort und Stelle, wo wir eigentlich hinwollen. Der Einfachheit halber werde ich jetzt hingehen und werde das ganze Geraffel einfach aus dem Weg bauen. Komisches Maß hier, die Engländer. 6 ist zu klein, dann wird 7 sein. Also die Maße von den Carvers kenne ich mittlerweile ziemlich gut. Da habe ich viele schon jetzt in der Hand gehabt. Die eigentliche Schraube findet sich da hinten dran. So, und die sind alle gesteckt. Das sind alles Gummipuffer. Hier befindet sich eine weitere Schraube für die Sicherungsbox. Da befindet sich wahrscheinlich noch ein Sensor. Der hat so eine Druckklammer hier außen. Der hier liegt frei. Dann ist hier noch eine Schraube. Und dann wird man dieses ganze Klammerstück einfach abnehmen können. So. Je weniger Stecker man lösen muss oder Gummiteile rausholen muss, umso besser ist es, finde ich eigentlich. Das macht es dann bei der Montage nachher auch ein klein wenig einfacher. So, Kabelbaum rum. Hier haben wir die Airbox. Und ihr kennt mich schon, ich habe hier so einen kleinen Putzspleen. Das heißt, alles, was ich sowieso schon in der Hand habe, wird zumindest mal grob etwas sauber gemacht. Hier vorne gilt es, die Achter auch noch rauszuschrauben. Vorsicht, Unterlegscheibe. Dann nehmen wir hier mal den Benzinschlauch noch raus und stecken hier den Sensor ab. Das müsstet ihr gesehen haben, den Sensor abstecken. Dann schrauben wir mal die Airbox auf. Die Airbox hat ringsrum Schrauben. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie Airboxen fest sind. Entweder sind die von innen auf die Zylinder gesteckt oder von außen. Ich sehe jetzt von außen keine Möglichkeit. Deswegen gehe ich quasi erstmal in der Reihenfolge vor, dass ich in die Airbox hineinschaue. Und in der Airbox wird logischerweise auch gleich der Luftfilter liegen, weil die Ansaugung von der Frischluft ist hier vorne. So, Halteklammer gleich mit weg. Wahrscheinlich ist die jetzt ein bisschen zusammengeklebt. Da wird man ordentlich dran gezogen, dann geht die auch auf. Ne? Hier ist, wie gesagt, noch dieser Sensor drin, den wir da oben abgesteckt haben. Kommt erstmal an die Seite. Das hier ist der alte Luftfilter. Der ist hier oben auch fixiert. Das da ist wahrscheinlich ein Grobpollenfilter oder irgendwas, was mit dem Ölsystem zu tun hat. Da müssen wir gleich mal nachlesen. Die Zylinder, da sollte eigentlich nichts reinfallen. Vor allen Dingen nicht, wenn man hier dreht und gleichzeitig da rein guckt, ne? Sonst ist es gleich in den Brennräumen. Dann habt ihr womöglich einen Schaden produziert an eurem Moped. Luftfilter oben hinausgeschraubt. Eins, zwei und hier ist drei. Das ist auch einer der springenden Punkte, wo ihr jetzt nichts mehr nach innen fallen lassen solltet. Ah, unten sind auch noch zwei, dann sind wir insgesamt bei 5, entschuldigt. Ach, und eins in der Mitte sitzt auch noch. Wie kann man in einer schwarzen Airbox auch nur schwarze Schrauben verbauen? So, und jetzt zeige ich euch den originalen Luftfilter. Hier haben wir den originalen Luftfilter. Der sieht so von oben aus und so von unten aus. Also es wird Zeit, dass wir den wechseln. Mein Nachrüst ist ein BMC. Der sieht so von oben aus und so von unten.
Jetzt machen wir das Ganze mal gegeneinander. Ne? Einmalprodukt, Mehrwegprodukt. Auswaschen, gut ist. Zum Luftfilter reinigen machen wir vielleicht noch ein eigenes Video. Der ist quasi gekauft schon gereinigt gewesen. Das war ein Gebrauchteil. Weiter geht's zur Demontage der Airbox. Also das wäre jetzt der Part, wo ihr die Luftfilter wechseln könnt. Ne? Hier Luftfilter rein, gut ist. Wenn ihr jetzt an die Zündkerzen wollt, beziehungsweise an den Ventildeckel, so wie ich, dann müsst ihr hier noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Das heißt, hier innen drin finden sich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Torx-Schrauben. Abgesehen von der großen Schraube hier oben, die raus muss, um die Airbox abzubekommen. An der Stelle würde ich jedem empfehlen, hier diese drei Zylinder auszutamponieren bis oben hin mit einem Tuch, so wie hier, oder mit Ceva oder irgendwas anderem. Und vielleicht vor der Montage hier nochmal mit Druckluft reinsprühen, dass da sämtlicher Dreck auch raus ist. Ne? Wenn ihr die Airbox schon mal so weit aufhabt, nehmt euch die paar Sekunden Zeit. Hier befinden sich elendig viele Krümel drin. Diese Krümel könnten halt, wie gesagt, immer in die Zylinder fallen. Deswegen die Zylinder austamponieren und auspusten vor Zusammenbau. Ansonsten wird es eurem Motor nicht ganz so gut tun. Die Airbox kann man, wenn man jetzt soweit ist, auch von innen gleich noch ein bisschen durchreinigen. Empfiehlt sich ja eigentlich immer, wenn man irgendwas auseinander hat, es gleich zu reinigen. Man kann die Tücher ja im Prinzip wiederverwenden hinterher. Die werden ja nicht dreckig. Die dienen ja einfach nur dem Schutz, dass da nichts hineinfällt. So, und dann sind das Imbusschrauben. Man kann die Airbox natürlich auch erst demontieren und dann reinigen. Ne? Macht die Sache auch einfacher. So, und wenn die lose sind, könnt ihr die nach oben hin rausnehmen und dann das Tuch da wieder reingesteckt. So, und das Ganze kommt dann hier erstmal an die Seite wieder. Und sobald ihr die drei Trichter raus habt, kann die Airbox auch hinaus und dann würde ich auch dieses Stück mit dem groben Pollenfilter, groben Luftfilter reinigen, wenn das Ganze raus ist. So, Trichter runter, Tüchlein rein, Trichter runter, Tüchlein rein. Dann die Airbox ein bisschen los, auch das ist alles verklebt, einen Tacken nach hinten, weil hier vorne wird es nämlich eng, um da rauszukommen. Vorsicht, hier lösen sich Gummidichtungen, die müssen dann natürlich nachher wieder hin. Hier an dem noch unten den Schlauch hinaus. Dann gibt es hier links oben ist hier da hinten, unten noch ein Schlauch und hier an der Seite noch ein Schlauch. Da sind so Druckklemmen, die werden gerade aufgeklemmt und nach unten hinweg. Bisschen am Schlauch drehen, damit der Schlauch auch losgeht. Ne, so ist das immer bei, also in Anführungsstrichen, alten Schläuchen oder Gummiteilen. Bisschen wackeln geht das Ganze auch raus. Hier sind diese Gummidichtungen. Gucken, dass ihr diese nicht verliert. Die müssen da wieder rein, dass die Zylinder nachher doch alle dicht sind. Hier zum Beispiel, da fehlt einer, der war noch drauf geklebt. Ne? Das sind auch Verschleißteile, die man durchaus mal ersetzen kann. So, liebe Leute, wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft. Ihr wisst es, Part 1 ist rum. Ventilspiel kontrolliert, die Kiste ist auseinandergebaut. Jetzt gilt es im Prinzip, das Ganze auch wieder zusammenzubauen. Wir fangen an mit Ventildeckel drauf, Zündkerzen rein, Airbox drauf, den Luftfilter wieder rein, den Tank wieder drauf, die ganze Kabellage wieder drauf und dann sind wir auch hoffentlich fertig. Ah, Batterie rein natürlich und dann natürlich Probelauf machen. In diesem Sinne, ihr kommt gleich hier ein bisschen näher und dann seht ihr von mir Stück für Stück, natürlich zu jedem Part einzeln die Abschnitte zusammenbauen, nicht zusammenbauen und so weiter. Eine neue Dichtung, also Ersatzteile, habe ich auch besorgt. Und in diesem Sinne fangen wir gleich an. Airbox von außen und innen noch grob gereinigt. Guckt, dass hier die Dichtung wieder drauf ist vorne und dass hier dieser Sensor noch dran ist. Wichtig ist, den Sensor nicht vergessen dran zu stecken, sonst läuft die Kiste wie ein Sack Nüsse, beziehungsweise
Sie wird unendlich viel Sprit verbrauchen. Dann kommen hier auf die Seiten jeweils die Schläuche wieder drauf. Einmal vorne schon ein bisschen einfädeln, damit das SLS gleich ein bisschen aus dem Weg ist. Jetzt kommt zuerst die Airbox rein und hier hinten dran kommt im Prinzip das SLS. Zack. Gucken wir mal aufs Diktiergerät. Das Zoom H1, auch hier ein bisschen Schleichwerbung. Und jetzt gehört diese Dichtung hier, die da rausgefallen ist, natürlich auch noch irgendwo hin. Und zwar am besten wieder in die Airbox hinein, beziehungsweise hier auf den Zylinder drauf, wo sie jetzt nicht so ganz halten will. Seht ihr das da, wo ich da rumfummel? Das muss am Ende so da drauf sitzen, dass ihr die Trichter für die Schächte hier wieder drauf kriegt. Geil wäre es natürlich jetzt, wenn man zu zweit ist. Dann könnte das eine halten und einer könnte schrauben. So, ihr seht es dann auch, wenn es richtig drin ist. Hier hinten an den Trichtern muss es richtig eingehakt sein. Dann seht ihr auch, dass vorne noch ein Stück hier aus dem Bild raus, ich zeige es euch gleich, das richtig eingerastet ist. Guckt, dass euer Tuch nicht mit eingeklemmt ist. Das müsst ihr nämlich gleich im Anschluss wieder rausziehen. Ich fange jetzt in der Mitte an. Dazu brauchen wir einen Imbus und kein Kreuz. Immer mal wieder gucken, ob hier das mit den Dichtungen noch passt, weil jetzt ist es auch schon fest. Und dann immer, wie gesagt, von innen nach außen. Und selbst wenn euch jetzt die Nuss noch in die Drosselklappen fallen würde, ist immer noch was im Weg, dass ihr das verhindern könntet. Eure Schutzschmutztücher können jetzt hier auch weichen. Jetzt habt ihr auch hier das Spiel mit Airbox einbauen im Prinzip schon durch. Und jetzt kümmern wir uns wieder um den Luftfilter. Beziehungsweise bevor wir uns noch um den Luftfilter kümmern, fehlt noch eine Schraube. Und zwar die, die ich euch noch schuldig bin. Diese hier vorne meinte ich, ne? Das ist hier diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe. Die gehört hier drüber, da drauf. Und dann zieht sich da vorne die Airbox auch richtig ran. Das ist die Geschichte mit der 8er Nuss. Jetzt gehen wir an den Luftfilter. Einbau vor allem, ne? Weil ausgebaut ist er ja schon. Ihr wollt jetzt ja im besten Falle einen frischen Luftfilter einbauen, beziehungsweise das Ganze ersetzen. Das passt zum Glück auch nur in einer Weise da rein. Also so rum wird es nicht gehen, ne? Weil passt schon mal nicht. Also richtig rumgedreht. Dann brauchen wir Kreuzschraubenzieher. Das waren nämlich kleine schwarze Kreuzschrauben. Jetzt wieder aufpassen, dass euch hier nichts an die Trichter fällt. Wenn ihr euch da nicht so ganz sicher seid, steckt wie in alter Manier ein Tuch hinein. Einmal oben, einmal unten und dann nach außen hin festgeschraubt. Und so ein sauberer Luftfilter lässt so ein Moped richtig gut atmen. Macht auch klangtechnisch doch manchmal ein klein bisschen was her. Also an meiner Straßen- bzw. Rennlinie den Unterschied soundtechnisch schon gemerkt, wenn man auf der Kiste drauf liegt und sich klein macht. So, Luftfilter ist drin, testen, sitzt alles wunderbar. Jetzt gehen wir an den Deckel von dem Luftfilterkasten. Denkt dran, diesen Schlauch von unten auf diesen Sensor wieder drauf zu stecken für die Atmosphäre, beziehungsweise hier Atmosphäre wird er quasi standardgemäß drin haben. Aber ihr braucht ja auch den Druck in euren Drosselklappen, damit die Spritzufuhr richtig berechnet wird. Da drauf, Benzinschlauch, zweimal, das ist Diagnosestecker hier, der bleibt wo er ist. Zweimal für den Tank. Und der Schlauch hier geht auch häufig raus. Gucken, dass der korrekt drin ist. Der bleibt so, wie er ist. Der war nämlich so. Der lag hier irgendwo. Und dann kommen wir der Sache doch schon Richtung Zusammenbau sehr, sehr nah. Jetzt kommt erstmal der Deckel wieder drauf. Auch das ist eigentlich ein relatives Kinderspiel. So, Deckel drauf. Das waren kleine 7er Nüsse. Dann kommt hier dieses da noch rein. Da war hier der Benzinschlauch mit drum und dieses kommt
zum Schluss wieder oben drauf geschraubt. Fangen wir einfach irgendwo an, die Schräubchen einzusetzen. Am besten von der Mitte nach außen. Gucken, dass ihr damit natürlich jetzt kein neues Loch bohrt. So viel zum Zusammenschrauben der Airbox. Und jetzt gehen wir mit großen Schritten dem Ende entgegen. Das Ganze oben drauf gelegt. Nicht vergessen, die Airbox hier zusammenzustecken mit dem Strom. Die ECU kommt vorne rein. Kippsensor, das bleibt alles. Das kommt gleich wieder drunter, wenn es festgeschraubt ist. Das ist so ein Blinddiagnosestecker wahrscheinlich. Dann gibt es hier dieses Teil. Hier kommen dann die letzten verbleibenden zwei Schrauben rein von der Airbox. Jetzt brauchen wir wieder den Imbus. Und dann haben wir auch keine Schrauben übrig, so wie es eben eigentlich aussah. So, den wieder da oben reingebosselt, das da drunter. Der Benzinschlauch gehört dann hier wieder durch, durch diese Klammer. Dann verbleiben noch drei Schrauben zu guter Letzt. Die sind dann für den Tank. Liebe Leute, wir haben es geschafft, kleiner Service an der Triumph Street Triple R Baujahr 2009 zu machen. Ihr habt Batterie-Ein- und Ausbau gemacht, seht ihr hier. Ihr habt die Airbox, also den Tank abgebaut, logischerweise. Ihr habt die Airbox abgebaut, ihr habt den Luftfilter gewechselt, ihr habt die Zündkerzen ausgebaut, ihr habt das SLS in der Hand gehabt, ihr habt die Airbox komplett abgebaut, nicht nur geöffnet, auch die Trichter raus, ihr habt Reinigungsarbeiten gemacht, ihr habt Zündkerzen gewechselt und Ventilspiel kontrolliert. Ich habe jetzt im Groben und Ganzen mit Video machen, gemütlich und so weiter, 4 bis 5 Stunden gebraucht, ne? Also Video, Kamera umstellen, Päuschen und so weiter, ne? Ja, was gibt es großartig zu sagen? Die Triumph ist ziemlich eng. Es gibt so ein paar Besonderheiten, die man kennen könnte oder auch nicht. Gesehen habt ihr es hier. So hundertprozentig perfekt gelaufen ist es jetzt auch nicht. Das macht aber auch gar nichts. Das ist natürlich so wie aus dem richtigen Leben. Ansonsten, ich würde euch bitten, die Artikel unten über Amazon, über meine Links zu bestellen. Dann gibt es weiter solche Videos. Ansonsten, Kommentare sind natürlich gern gesehen, auch hier unten in der Videobeschreibung bzw. unten in der Kommentarfunktion von YouTube. Und ansonsten wird es hier noch das eine oder andere weitere geben. Also ich habe mal noch vor, die Gabel zu machen und das Heck abzubauen. Ölwechsel wird kommen und Bremsflüssigkeitwechsel steht natürlich auch noch an. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Testfahrt einmal um den Block. Dann hoffe ich, dass euer Motorrad in Zukunft wieder schön durchzündet und ordentlich gewartet ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und immer dran denken, das ist natürlich eine Videoreihe. In diesem Sinne, Daumen nach oben, Kommentar rein und bis zum nächsten Mal.